Im neuesten PowerPoint-Tutorial zeige ich dir, wie du diese coole Handy-Intro kinderleicht erstellen kannst. Wie das Ganze wie immer funktioniert, zeige ich mein Video Schritt für Schritt. Bevor wir damit anfangen, die Präsentation zu gestalten, wollte ich noch darauf hinweisen, dass alle verwendeten Materialien wie in meiner Videobeschreibung zu finden sind. Im allerersten Schritt wollen wir das Hintergrundbild natürlich duplizieren, das heißt also, wir klicken auf das Bild drauf mit STRG C, STRG V, können wir das Ganze duplizieren und bringen das Ganze wieder an den richtigen Ort. Haben wir das getan, ist im nächsten Schritt natürlich das Hochgehen zu Bildformat, sagen natürlich, dass die Farbe geändert werden soll und zwar auf 0% Sättigung. Haben wir das Ganze auch getan, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir sagen, dass das Bild in den Hintergrund gebracht werden soll, das heißt also mit Rechtsklick drauf, gehen dann nach oben, wo dann steht in den Hintergrund bringen, klicken also darauf und bringen das Ganze in den Hintergrund. Jetzt im nächsten Schritt wollen wir natürlich das Handy dahin bringen, wo wir das Ganze haben wollen. Auf dem Bild haben wir das Ganze so platziert, wie wir das Ganze haben wollten. Ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir das farbige Bild auswählen, gehen dann wieder zu Bildformat und sagen natürlich, dass das Ganze zugeschnitten werden soll. Und jetzt hier wählen wir aus das, was wir haben wollen. Besser gesagt, bis zum Handy soll das Ganze zugeschnitten werden. Sind wir mit zufrieden, wie das Ganze zugeschnitten ist, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir hochgehen zu Zuschneiden, klicken also drauf und haben das Ganze jetzt zugeschnitten. Ist das so gut, wie wir es haben wollten, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Ganze jetzt hier auf der linken Seite bei der Folienübersicht duplizieren. Haben wir das auch getan, ist jetzt natürlich, dass wir hier hochgehen zum ersten Bild. Sagen natürlich, dass wir jetzt erstmal das Handy zur linken oder zur rechten Seite bringen. Haben wir das Handy jetzt zur linken oder zur rechten Seite gebracht, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir auf das farbige Bild draufklicken. Gehen dann wieder hoch zu Bildformat. Sagen natürlich, dass das Ganze wieder zugeschnitten werden soll. Und hier ist jetzt so, dass wir das Ganze bis zum Handy ziehen wieder. Ist das getan, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Ganze wieder zuschneiden. Und jetzt ist natürlich auch noch so, dass wir wieder auf die zweite Folie gehen und können jetzt den Text natürlich reinbringen, den wir haben wollen. Haben wir den Text eingefügt, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir den Text wieder auswählen. Haben wir das gemacht, ist im nächsten Schritt natürlich mit STRG C können wir das Ganze kopieren. Und dann gehen wir auf die erste Folie und mit STRG V können wir das Ganze duplizieren. Und jetzt ist es so, dass wir das Ganze auf die rechte oder auf die linke Seite bringen werden. Ist das getan, ist im letzten Schritt natürlich, dass wir auf die linke Seite gehen, wo die Folienübersicht ist, markieren uns beide Folien, gehen nach oben zu Übergänge und sagen natürlich, dass wir das Ganze gemorpht haben wollen. Wir können uns jetzt noch anschauen, was wir überhaupt angestellt haben. Wie du sehen kannst, lieber Zuschauer, sind wir genau da angekommen, wo wir auch hin wollten. Wir haben also auch das Ende des Tutorials erreicht. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass mir mal ein Like da, vergessen nicht zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, Sekunde, in PowerPoint verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.